Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14. Heute zu Bundesligaspieltag Nummer 5, soweit ich weiß. Genau, gegen den VfL Wolfsburg, meinen persönlichen Angstgegner sozusagen. Ich habe es schon oft angesprochen, die sind auf Platz 7, genau. Das heißt heute 3D-Spiel. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich weiß nicht, es liegt vielleicht auch daran an schlechte Erinnerungen in der Realität. Als Frankfurt-Fan, Eintracht Frankfurt-Fan. Ich glaube, da bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber da waren vielleicht die letzten Spiele auch nicht so erfolgreich. Aber ja, wir müssen es heute gewinnen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Fußballmanager-Spiel erfolgreich war gegen Wolfsburg. Das könnte schon mal eine Weile her sein. Ich habe das Gefühl, ich hole da selten Punkte mit. Wenn vielleicht mal einen, aber mehr auch nicht. So, oder meistens Niederlagen, habe ich das Gefühl. Schauen wir mal, wie es heute läuft. Wir haben heute Axel Amthor im Tor. Im Zweifelsfall ist er schuld. Das sollte eigentlich Axel im Tor heißen, nicht Axel Amthor, oder? Wobei, er steht schon am Tor, ja. Er steht ja davor. Er steht ja nicht im Tor direkt. Passt schon. Na gut. Dann, oh, Helge Corneliusen steht vor seinem 200. Ligaspiel. Ist auch schön. Wir haben in den letzten 39 Ligaspielen keine gelb-rote Karte mehr erhalten. So, da ist unsere Aufstellung mit Amthor im Tor. Mit Amthor am Tor. Haha. Immer noch witzig. Ja. Und da sind die Wolfsburger. Heinz Lindner. Guck mal an. Tim Becker. Den kennen wir auch noch. Muss nicht. Oh ja. Oh, aber diesmal kein Hoffmann. André Hoffmann? Ist er gewechselt oder sowas? Habe ich den neulich irgendwo bei einem anderen Verein gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Aber heute kein Hoffmann bei Wolfsburg. Das ist. Vielleicht wird das ja heute was, wenn kein Hoffmann dabei ist. Oh. Porter läuft weiter. Traoré ist gefährlich. Und Kananoulis klärt. Schön. Können wir vielleicht einen schnellen Gegenangriff machen? Nö, können wir nicht. Lehnert ist jetzt wieder da. So, Mettel, ja, kein Abseits von Fraliszewski und 1:0 für den MTV Gießen. Sehr schön. Super. Vorlage Mo Mettel. Schön. Also ich denke mal, Fraliszewski ist diese Saison unser Kandidat für den Torschützenkönig. Denn er hat von uns mittlerweile bisher die meisten Tore geschossen. Schauen wir mal, wie das weitergeht in der Saison. So, Klopp jetzt. Oh, super, 2:0. Na, was denn da los? Werden wir hier einen Fluch besiegen oder was gegen Wolfsburg? Wobei, habe ich mich nicht schon mal über so eine 2:0-Führung gegen Wolfsburg gefreut und dann kam Hoffmann oder sowas? Na gut, der kann ja heute erstmal nicht kommen. Vielleicht kommt er später noch, ich weiß es nicht. Oh, es gibt eine Karte. Oder was? Ja, für Hildebrand. Schade. Wir wollen doch fair sein, Leute. Nein, wieder. Schön. Ah, nützt nicht viel, wenn der Gegner sich den Ball sofort wieder zurückholt. Aber jetzt hat's geklappt. Kananoulis und Hildebrand im Verbund. Aber jetzt noch Traoré. Schneller als Ruhl. Ruhl gibt die Verfolgung auf. Traoré kann unbeirrt flanken. Aber Corneliusen ist an der richtigen Stelle. Schön. Oh, Kern grätscht vorbei. Schön. Schade. Matscha oder wie der hieß. Passt auf. Wenn die Namen sich bewegen, sind sie so schwer zu lesen. Dann wird alles unscharf bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder nur für mich. Aber kaum bewegen sie sich, sind sie total unscharf. So, Corneliusen, Klopp. Ah, Karl, super. Holt sich den Ball wieder. Waliszewski, Mettel, kein Abseits. Und... jawohl, 3:0. Das läuft ja heute. Was denn da passiert? Ach, ich glaube, es ist auch das erste Mal diese Saison, dass Mo Mettel überhaupt auf Platz steht in der Bundesliga. Ich glaube, der hat diese Saison noch gar nicht in der Bundesliga gespielt. Jetzt ist der 5. Spieltag. Jetzt darf er auch noch endlich auch mal ran. Jetzt hat er sich endlich mal selbst aufgestellt. Und hat sich ja noch nicht mal eingewechselt. So.
Schade. Klopp holt sich den Ball wieder. Schön. Stand an der richtigen Stelle. Und das war jetzt mal ein Ball für Lindner. Der darf auch mal welche haben. Anscheinend. Muss nicht. Vor dem habe ich auch immer so ein bisschen Angst. Ja, und ich weiß auch warum. Oh Mann. Herbert muss nicht. Gut, ich könnte muss nichts sagen, aber muss nicht klingt schöner. Muss nicht. 1, 2, 3. Muss nicht. Das kenne ich auch aus Kindertagen. Ich weiß nicht, ob das verbreitet ist. So. Klopp und Mettl kam aus dem Abseits. Schade. Nach dem Spiel geht es übrigens los mit der Champions League Gruppenphase. Da spielen wir als erstes gegen Athletic Bilbao. Und da muss ich nochmal was austesten. Es kann sein, dass ich die Folge früher beende, um was zu testen. Ich habe das ja schon mal angesprochen, wegen unserem Bauleiter Leandro Saavedra oder wie der heißt. Weil der nämlich am 17. September, das ist ja gleich, bald, wie auch immer, da wird er nämlich 69 und ich habe Angst, dass man ihm mit 69 kein Vertragsangebot mehr machen kann. Deswegen wollte ich mal testen, testweise das Spiel weiterlaufen lassen bis zu seinem Geburtstag und dann noch mal ein Vertragsangebot machen, um zu testen, ob es da noch geht. Ob er mit 69 noch einen neuen Vertrag unterschreibt. Und wenn ja, dann können wir es wie gehabt weiterlaufen lassen. Das war Halbzeit Nummer 1. Steht 3:1. Das sieht gar nicht mal so schlecht für uns aus. Aber wir haben natürlich noch nichts gewonnen dadurch. Die Noten sind nicht so überragend. Heute Hildebrand nehmen wir raus wegen seiner gelben Karte. Ich will keinen Platzverweis heute kriegen. Und ansonsten wechsle ich nach Noten. Von Preußen darf wieder auf den Platz. Und Kist darf auch rein für Klopp. Ach nee, wir haben schon 3 Wechsel. Stimmt, Hildebrand haben wir rausgenommen. Ist okay. Dann lassen wir das so. So. Dann noch ein bisschen unterhalten mit den Leuten. Immer schön freundlich sein. Ein bisschen Motivation für Amthor. Hat ganz okay gespielt bisher. Hat noch keinen Ball reingelassen. So. Ihre Spieler wirken locker und entspannt. Das sieht nach einer lösbaren Aufgabe aus. Das wäre doch mal schön, dass Wolfsburg mal eine lösbare Aufgabe ist. Da freue ich mich mal drüber. So, Borussia Dortmund scheint wieder auf der Gewinnerstraße zu sein. Ich habe jetzt nicht auf den Zwischenstand geguckt. 3:1 sehe ich da gerade oben in der... Ist oben drin. Also, ja, scheint bei denen auch... Oh, Hilfe! Ganz gut zu laufen. Oh ja, da hätten wir gleich wieder einen Anschlusstreffer gekriegt. Glück gehabt! Lavukos. Lehnert. Oh je. Und weg damit. Muss nicht. Lehnert wieder. Und weg damit. Jawohl. Und jetzt schneller Gegenangriff. Jawohl. Drücke lässt ihn hier aufhalten. Jetzt noch in die Mitte rein. Da ist Klopp und Lindner. Schade. So, und... Das gibt Gelb für Herbert muss nicht. Diese Aktion hier. Einfach von hinten in die Beine. Nicht so schön. Oh, Traoré. Und Ruhl kommt nicht hinterher. Das ist nicht gut, aber Preußen, pass auf. Schön. So, jetzt vielleicht Dröger. Ja, schön. Kommt an Tim Becker vorbei und trifft nur den Pfosten. Schade. Ach, Mann. Jetzt nächster Versuch. Klopp. Waliszewski. Ach, verliert den Ball an Kern. Wieder da rumstolpert.
Nicht so elegant. Aber mit vereinten Kräften klappt es doch. Super. Und jetzt Dröge wieder durch. Schön. Schießt ein bisschen früh. Da kann sich Lindner drauf einstellen. Vor allem, wenn er so flach kommt. Ist es wohl nicht so schwer, den zu halten, habe ich den Eindruck. Oh, schön. Und. Ja. Auch der hohe Ball hat nicht viel geholfen gegen Lindner. Okay. Das Spiel neigt sich dem Ende zu. Wir führen immer noch mit 2 Toren Vorsprung. Vielleicht wird das ja heute was, wer weiß. Blavukos auf jeden Fall macht es nochmal spannend. Und wie spannend er es macht. Oh, kommt zum Schuss. Und es gibt wohl eine Ecke, oder? Haben wir doch abgefälscht bestimmt. Nee, doch nicht. Oh, interessant. Sah sehr nach Abfälschen aus. Egal. Daniel Gömmel kommt rein für Timo Lehnert. Oh, da vertanzt er sich, der Chwaliszewski. Und Dröge. Ah, komm, einen Schritt nach vorne, dann wärst du am Ball gewesen. Oh, gibt das einen Elfmeter? Es könnte einen Elfmeter geben. Ja, gibt es auch. Multhaupt kommt rein. Maurice Multhaupt für Bertrand Traoré. Und 4:1 durch Tobias Furtmeier. Schön. Super. Aber das war vorhin wieder eine witzige Stelle. Da werden die aus dem Tritt gebracht und dann stehen sie erstmal da. Hö, was ist denn jetzt passiert? Und gehen nicht zum Ball hin. Aber okay. Und Klopp, hol dir den Ball. Sowas meine ich. Aber gut, der hat jetzt erst ein bisschen die Balance verloren. Ne? Die muss er erstmal wiederfinden. Vielleicht doch eher verständlich. Boah. Jetzt der Piet, ne? Jetzt hätte er doch einfach nur einen Schritt nach vorne machen müssen. Dann hätte er den Ball auch wieder gehabt. Und geht da, macht stattdessen einen Schritt nach hinten. Warum? Naja, gut. Ahmed Afsar kommt rein für Panagiotis Blavukos. Ahmed Afsar kommt mir so bekannt vor. War der mal bei uns? Oder sind wir den nur schon öfter durch auf den Weg gelaufen? Oder ist es ein real existierender Spieler? Ich bin gerade verwirrt. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht woher. So, jetzt genau. Qualischewski holt sich den Ball wieder. Wie sich das gehört. Und ja, mach ihn rein. Schade. Naja, gut. 90 Minute, wir führen 4:1. Sieht gar nicht so schlecht aus. Furtmeier-Ecke. Landet bei Tim Becker. Ehemaliger MTV-Spieler. So, Franiszewski zu Dröge. Das kann auch was werden. Und Lindner ist wieder zur Stelle. Schade. Jetzt wird er wahrscheinlich abpfeifen, nehme ich an. Ja, das war's. Wir gewinnen 4:1 gegen Wolfsburg. Schön. Angstgegner besiegt. Ich bin froh. Das tut gut, mal Wolfsburg zu besiegen. Ach ja. Ach ja, ist das schön. Ha. Tut das gut. Okay. Dortmund gewinnt 5:1 gegen Hamburg. Auch nicht schlecht. Huiuiui. Der FC Bayern gewinnt 2:1 gegen Hertha BSC. Na, Hauptsache die 3 Punkte aus deren Sicht. Naja. So viel dazu. Das war das Spiel gegen Wolfsburg. Und wie gesagt, würde ich jetzt ganz gerne an der Stelle eine Pause einlegen. Wir schauen uns natürlich noch die ganzen Statistiken an. Ach so, Afsar, da wollte ich nochmal schauen, warum der mir bekannt vorkommt. Ahmed Afsar. Ah ja, weil der mal bei uns war, deswegen. Deswegen kommt der mir bekannt vor. Der hat bei uns nie ein Spiel gemacht, deswegen war der bei mir auch kaum ein Begriff. Interessant. Ist auch kein besonders starker Spieler. Deswegen kommt ihm bekannt vor. Alles klar. Ja, schön. Da behalte ich diese Spieler ja auch irgendwie im Gedächtnis. Auch die bei uns nie ein Spiel machen. Schön, schön. So. Wir sind Zweiter in der Fairness-Tabelle. Naja, gut. So, eine zweite Mannschaft gewinnt 3:2 gegen Union Berlin. Das ist schön. Die Schalker verschenken Punkte gegen Eintracht Frankfurt.
So, im Vergleich zur letzten Saison. Ah, gut, wir sind jetzt Zweiter. Damals hatten wir zu dem Zeitpunkt alle Spiele gewonnen. Diesmal nicht. Da hatten wir schon einen kleinen Vorsprung hier. Sehe ich gerade ein kleines Polster sogar. Jetzt hängen wir ein bisschen hinterher. Aber nur ein bisschen. Okay, schön. Dann nehme ich das mal zur Kenntnis. Götz macht plus 3 hier. Ihm geht es auch richtig gut zurzeit. Ist 21 Jahre alt. Deswegen kann auch noch einiges werden. So. Und dann würde ich sagen, um des Testens willen, weil ich wegen dem Bauleiter nochmal was schauen wollte, mache ich mal ein paar Minuten früher Schluss. Denn ich will wissen. Also jetzt würde er noch einen Vertrag unterschreiben. Das habe ich getestet. Ich will wissen, mal schauen, ob er das an seinem 69. Geburtstag auch noch macht. Und wenn nein, dann muss ich nochmal zurückgehen hier an diesen Punkt und ihm nochmal ein Vertragsangebot machen, weil ich möchte ihn möglichst lange binden. Das Ding ist, ich möchte ihm möglichst einen 5-Jahres-Vertrag anbieten. Und wenn er mit 69 auch noch noch einen Vertrag unterschreibt, so, dann können wir in nächste Saison auch noch ein Angebot machen und dann können wir noch ein Jahr mehr rausholen, wenn wir den 5-Jahres-Vertrag anbieten. Das war so der Hintergedanke. Ich möchte einfach möglichst lange von ihm was haben, bevor er in Rente geht. So, dann geht er im Optimalfall erst mit 74 in Rente. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal. Ich sage Dankeschön bei euch fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's los mit der Champions League. Da spielen wir nämlich gegen Athletic Bilbao aus Spanien. Athletic Bilbao, können wir gerade mal nachschauen. Sind in der Tabelle auf Platz 9. Oh, bisschen hinter den Erwartungen zurück, würde ich sagen, dafür, dass sie in der Champions League mitspielen. Aber gut, die Saison ist ja noch sehr früh. Sehr jung. Ja, und stärkemäßig sind sie bei 809. Das heißt, das müsste eigentlich machbar sein. Aber gut, das werden, ob das auch so ist, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Wie gesagt, Dankeschön fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.